zu lange gezögert. Das kann doch nicht sein. Eigentlich wäre es so einfach, wenn ich nur nicht da und so viele Entscheidungen machen würde. Oder wenn ständig so unvorhergesehene Sachen passieren würden. Die aber teilweise nur unvorhergesehen sind, weil ich nicht darauf aufpasse, weil ich auf was anderes achte. So, jetzt bräuchte ich noch eine Sonne. Ich krieg zwei, sehr schön. Jetzt bräuchte ich noch eine Sonne. Oh, ich krieg sogar drei. Das ist ja schön. Komm schon, stirb! Ach, Gott sei Dank. Okay, also den haben wir jetzt sehr gut schnell bekommen. Und den auch. Das finde ich toll. So, bei den anderen sollte es überall reichen. Aber hier mache ich mal ein bisschen was. In Hoffnung, dass das reicht. Wow. Hypnopilz, bräuchte ich noch eine Sonne. Gott sei Dank. So, jetzt wird aufgepasst. Der kommt weg. Oh, es hat gereicht. Es hat gereicht. Nur noch der da. Nee, das ist doch unfair. Wurde genau auf die Blumen geschubst. Das war der letzte Zombie. Nur noch der wäre da gewesen. Gegen sowas kann man doch gar nichts machen. Zumindest nicht, weil der Parfümpilz noch auf Abklingzeit war. Und dann hätte ich den auch ein bisschen eher setzen müssen. Verdammt. Es lief so gut gerade. Alles nach Plan und dann zack, bumm, einfach auf die Blumen drauf. Nicht dahinter, nicht davor, sondern auf die Blumen drauf. Also das... Sowas hasse ich echt. Also sowas sollte echt... verboten werden eigentlich. Weil dagegen kann man halt einfach nichts machen. So, ich bräuchte noch eine Sonne. Danke, jetzt sind wir wieder ein bisschen langsamer. Ich glaube, ich spiele jetzt schon seit zwei Folgen dieses eine Level. Naja. So, jetzt bräuchte ich eine Sonne für die Kirschbombe. Nein! Oh, er ist noch weg. Verdammt! Ich auf den nicht aufgepasst. Nein! Oh Mann. Die machen mich fertig. Na toll. Ja, so viel Pech kann man auch nicht haben, oder? Mache ich die Kirschbombe und sie war zu spät. Also ich muss die Kirschbombe hier schon platzieren.
Ansonsten trifft sie nicht mehr die drei Zombies, sondern nur noch zwei der Zombies, weil der eine einfach zu langsam ist. Das heißt, ich muss mit dem Stachelkraut muss ich warten, weil ich sonst nicht mehr genügend Sonnen für die Kirschbombe habe. Na komm, so. Und den Hypnopilz habe ich auch komplett vergessen gehabt. Ja, ich baue noch eine Sonne. Okay, das ging noch. So, das ist auch noch okay. So, und jetzt auf die Kirschbombe sparen. Da haben wir sie. Wir warten noch ein bisschen. Jetzt. So, jetzt Hypnopilz. Hier. So, da unterstützen wir den ein bisschen. So, jetzt bräuchte ich den Parfümpilz. Das sind die letzten, dann machen wir gleich mal das hier. Wir holen uns wieder den hier. Machen gleich mal das hier. Nein. Okay, das hat uns hier das Leben gerettet. Aber ich kann nichts bauen. Kirschbombe, komm schon. Ja! Geschafft! Endlich! Oh Mann! Hat ja lange genug gedauert! Könnte ich mich eigentlich schon wieder aufregen? Über das Spiel und über mich selbst. Aber hauptsächlich eigentlich über das Spiel. Muss ich auch mal sagen. So. Oh, da nehme ich den Blitzschiff mit. So, da nehme ich jetzt den Blitzschiff mit. Und die beiden natürlich. Das Stachelkraut auch. Und die heiße Kartoffel und das Paprikatapult. Los geht's. Magnetpilz, sehr schön. So, da haben wir den ersten Duplinator haben wir frei. Gefällt mir. Den zweiten haben wir frei. Und den dritten. So, da warte ich jetzt, bis die weg sind. Oh nein. Und jetzt, zack. Hat funktioniert. Gefällt mir, wir warten, bis die Wolke weg ist. Okay, sie ist weg, dann machen wir jetzt hier. Oh, eigentlich wollte ich hier, aber egal. Wolke ist weg, dann kommt der hierher. Heiße Kartoffel kommt zum Duplinator. Und
und das hier zum Magnetpilz. Und geschafft. So einfach kann es sein. So, Schritt 4. Da hätte ich jetzt gerne, also ich nehme natürlich wieder die beiden mit. Was haben wir denn alles verstärkt? Das Goldfeld nehme ich mit. Goldblatt. Die Stinkeblüte nehme ich, glaube ich, mit. Ja. Los geht's. So. Sehr schön. Also den roten Stachler zuerst. Und wir haben ihn. Jetzt setzen wir mal hier einen roten Stachler. So, ich hoffe, der rote Stachler kommt damit zurecht. Wir machen einfach mal... Oh nein, wir warten noch ein bisschen. Der rote Stachler scheint da echt mit zurechtzukommen. Jo. Na, wo bleiben sie denn? Da kommen sie alle. Gut. So, jetzt kommt das AKEE. Überall hin. Sehr gut. Wir haben es eh gleich geschafft. Geschafft. Super. Schritt 5. Die heiße Dattel. Oh, und die muss aber überleben. Oh, verdammt. Puh, was, wie machen wir das hier jetzt? Wir nehmen die Chili-Bohne mit. Ha! Die Chili-Bohne nehmen wir mit. Und das Stachelkraut. Und dann nehmen wir noch mit... Was nehmen wir denn noch mit? Den Pecture nehmen wir noch mit. Und die Lava-Guave. Ja. Super. So, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Super. Einigermaßen zumindest. So, hier kommt ein Pecture hin. Kommst du hierher? Kommt hier ein Pecture hin. Spezialdinger, super, dann machen wir gleich nochmal. So, dann machen wir hier noch ein Pack-Chai. Und hier eine Bohne.
Hier ein Pack-Joy. Dann machen wir eine Lava-Gorb. Ich vergesse mein Handy noch stumm zu schalten. Tut mir leid, das mache ich dann gleich. So, das funktioniert super. Das funktioniert sehr gut. Hätte ich mir besser nicht vorstellen können. So, jetzt noch eine Chili-Bohne. Oder machen wir hier vorne in der vordersten Reihe, machen wir mal Stachelkraut. Ein Gefurz ist das hier. So, jetzt haben wir da auch über Stachelkraut. Sehr schön. Und wir müssten es jetzt geschafft haben. Ja. So, Irvis. Geschafft. Fünf Samenpäckchen für die Powerlilie, die wir nicht haben. Fünf Samenpäckchen für das Krokodil, sehr schön. Dauert leider noch ein bisschen. Fünf Samenpäckchen für den Magnetpilz, ah, ist bald soweit. Und fünf Samenpäckchen für den Krokodil, den haben wir leider auch nicht. Ah, und als Bonus 10 Samenpäckchen für den Stinkepilz, das ist geil. Haben wir jetzt fast die Hälfte. Super. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Zen-Garten. Tja, die sind jetzt alle weg. Wir kriegen eine Ringeblume, Knoblauch, die Walnuss, Magnetpilz, Zwirbel, nochmal eine Ringeblume und das Seerosenblatt schon wieder. Ach, das ist ja mit dem Seerosenblatt ist ein bisschen blöd. Naja, also 4 Pflanzen haben wir noch verstärkt. Mal sehen, wie wir die jetzt am besten nutzen. So, wir haben jetzt... Machen wir als nächstes die Tarnminze. Powerminzen sind mächtige Pflanzen, die du bei Battles erhalten kannst. Sie verleihen ihren Familienpflanzen einen enormen Bonus. Zur Familie der Tarnminze zählen alle Schattenpflanzen. Also ich glaube, ich hätte mir lieber die Tarnminze gekauft als die Portalominze. Schade, um diesen einen Tag. Oh, die wird aufgehoben. So, ach, Moment mal, ich habe jetzt irgendwie auf Mondblumen gewartet, aber kriegen wir ja gar keine. Schade. Naja. Egal. So. Ah, die Tarnminze.
Ich glaube, die Frieme, die ist ja eigentlich einmalig. Aber mit der Tarnmünze könnte die auch richtig geil sein. Hier weg. Mist. Naja, ach, noch nicht geschafft? Ein Rasenmäher ist uns geblieben. Mission erfüllt, 2 Minzbonbons kriegen wir. Und 4 Samenpäckchen bräuchten wir noch. So, dann... Hä? Ach, die ist jetzt hier oben. Probiere gratis eine hochgestufte Tarnmünze aus.